Hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Abo-Hater und alle anderen, die sich jetzt noch angesprochen fühlen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Ja, wir befinden uns heute auf der Map Winsenburg, werden jetzt zusammen hier die Linie 102 fahren. Das ist eine kurze Linie, die führt uns vom Hauptbahnhof zum Dorfanger. Es ist die gleiche Linie, die der Julian von J-Game Pictures vor einigen Tagen auch schon gefahren ist mit einem Gelenkbus. Und ich dachte mir, was der Julian kann, das kann ich auch, weil ich bin da ja dabei gewesen und habe da schon kräftig rumgefrotzelt. Ja. Und hatte jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit. Es ist ja fast 0 Uhr. Ich will ja dann auch irgendwann schlafen gehen. Da dachte ich mir, komm, fährst du nochmal schnell eine kleine Linie auf Winsenburg, eine kleine Runde, und nimmst auch mal den Gelenkbus, um Julian den Gefallen zu tun, dass das Ganze ein bisschen gerechter ist. Allerdings fahren wir Doppelgelenkbus. Ja, der Let's Player ist wahnsinnig. Also ich habe mich wirklich entschieden und habe gesagt, komm, wenn, dann richtig, ja. So, jetzt werde ich erstmal gerade mein Gerät hier aktivieren, dass ich mich umblicken kann und den Bus einschalten bzw. vorprogrammieren. Ja, der Julian sitzt jetzt wahrscheinlich vor seinem Bildschirm und lacht Tränen. Ich habe das ja bei ihm im Video schon so ein bisschen von mir gegeben. Ich kann das ja besser als du hier mit dem Doppelgelenkbus etc. pp. Und um den Julian zu beruhigen und ihm zu zeigen, dass ich das mit Sicherheit nicht kann, dachte ich mir, ach komm, fährst du mal mit dem Ding. Drehst hier mal dein Ding, bringst die Leute wieder mal zur Weißglut mit deiner tollen Stimme und Oh, Moment, das war falsch, wir haben ja noch gar nicht. Ich hasse es. Mit deiner tollen Stimme, die furchtbar klingt, und deinem super Fahrstil und so weiter und so fort. Und fährst einfach mal mit diesem Bus dementsprechend. Ja, so, da geben wir wieder irgendwas ein, bestätigen, und da sehen wir schon, wir fahren in 4 Minuten 30 los. Und ich würde sagen, dann begeben wir uns mal, nachdem wir die Kasse platziert haben, ja, sonst dürfen wir da die nächste Flämerei vom Herrn Julian anhören, postieren wir erstmal unsere Hilfspfeile und fahren erstmal zum Startpunkt. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich mich noch einigermaßen gut an die Route erinnere, dass ich die Hilfspfeile hoffentlich nicht brauche. Ich gebe mein Bestes, aber habt Erbarmen, wenn das natürlich mit diesem Bus etwas schwierig werden wird. Und irgendwann, gerade heute, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Ich bin heute verdammt müde. Ich quassel hier zwar irgendwie so von der Latte, was mir einfällt, aber das ändert nichts dran, dass ich verdammt müde bin. Natürlich die Konzentration nicht die beste mehr ist. Und schon allein deswegen dachte ich mir, fahr lieber eine kurze Linie und drehe hier dein Video, dass die Leute mal wieder ein bisschen was haben zum Gucken. Und ich denke mal, es läuft auch auf eher ein Let's Fail raus als auf ein Let's Play, weil mit diesem Bus ist eigentlich das Let's Fail eher vorprogrammiert. So, die Herrschaften stehen hier schon alle wartend am Bahnsteig, könnte man so sagen, und ich bin der Regionalexpress nach Dorfanger. Ja, natürlich nicht, aber wenn man den Bus so anschaut, könnte man es natürlich meinen wollen. So. Ja, dann wollen wir mal gerade noch etwas die Uhr umpostieren. Die läuft mir nämlich jetzt zu langsam. So, machen wir 59:30, um 14 Uhr geht's los. Ich habe ironischerweise jetzt einfach gedacht, ich ziehe mir mal bei dem Julian aus dem Video auch die exakte Datums- und Uhrzeit. Datumszeit, Uhrzeit, wie auch immer. Also wir haben jetzt auch den 3.9., 13.59 Uhr, 14 Uhr geht's los. Ich denke mal, das dürfte die Route sein, die der Julian auch gefahren ist. Und ja, mal gucken, wie viel später ich bin und wie viel mehr Unfälle ich baue. Und dir, lieber Julian, besonders wünsche ich am meisten Spaß. Ich denke mal, den wirst du haben. Und allen anderen, wenn es euch zu viel wird, einfach oben das X anklicken und dann bin ich weg, ja? So, würde ich mal sagen, cruisen wir mal los. Ich für meinen Teil kenne ja die 102 vom Mitfahren bei Julian ganz gut schon. Was heißt ganz gut nicht, aber ich habe sie zumindest schon mal gesehen und erinnere mich voller Angstzustände daran, wie eng diese Linie ist teilweise. Oh, da nehmen wir da hinten schon was mit.
Und hoffe mal deswegen, dass wir hier einigermaßen gut rum, durch, wie auch immer kommen. Wir machen da hinten diese, ja, diese Pfosten da von diesem Gebilde etwas Angst, beziehungsweise ich weiß auch nicht, inwieweit hier das Doppelgelenk überhaupt korrekt nachzieht, weil es ist ja bei OMSI so eine Sache mit Doppelgelenkbußen. Eigentlich funktionieren die ja nicht so, wie sie sollen. Mit dem normalen Gelenkbus wäre das jetzt hier natürlich nicht so extrem, aber ich muss hier wirklich schauen, dass ich hinten nirgends hängen bleibe, sonst tut es einen Schlag und es wollen schon wieder alle raus. Und ja, das wäre natürlich nicht im Geiste des Busfahrers, deswegen versuche ich hier natürlich möglichst langsam um die Ecken zu fahren, in der Hoffnung, dass ich zumindest wirklich nur mal einen Bordstein mitnehme, was jetzt hier wahrscheinlich schon passieren wird, weil wir hier wirklich eine extreme Ecke haben. Also da werden sicherlich noch eins, zwei kommen, aber diese Ecke hier hat schon sehr in sich. Ihr werdet das jetzt auch im Rückspiegel sehen können. Also ich hole jetzt hier wirklich schon sehr aus. Aber nichtsdestotrotz wird es da hinten wahrscheinlich nicht ganz hinhauen. Ja, man sieht es schon, es hüpft. Also man kann sagen, Winsenburg ist natürlich für Gelenkbusse ausgelegt, ganz klar. Sind wir ja auch schon gefahren, aber für Doppelgelenkbusse, die richtig funktionieren würden vielleicht schon, aber zumindest für OMSI 2 Doppelgelenkbusse momentan nicht. Ich weiß nicht, ob da vielleicht nochmal zukünftig irgendwas kommen wird, aber die Entwickler hatten das ja, glaube ich, schon dementsprechend verneint, dass da nichts weiter geplant ist und dass das angeblich auch nicht korrekt umsetzbar ist mit Doppelgelenkbussen. Deswegen begnügen wir uns einfach mal mit der Tatsache, dass wir hier einen haben, auch wenn er nicht komplett richtig funktioniert, und genießen einfach mal das Erlebnis einer Mini-Straßenbahn. Was war denn das gerade? Die hier so lang pace zum ersten Haltepunkt. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie weit das gut geht, bis wir hier den ersten Crash haben. Dank OMSI-Rucklon bestimmt nicht allzu spät. Ach, es ist immer wieder schön. So. Upsi, da bin ich etwas zu weit nach rechts gefahren. So. Dann steigen sie mal ein, die Herrschaften. Also man kann hier auch wunderbar sehen, wenn man jetzt mal den Bus so betrachtet. Oh nein, bitte nicht niesen wollen jetzt. Also sollte ich gleich niesen, erschreckt bitte nicht, ja. Das ist natürlich total beabsichtigt. So. Jetzt wartet mal. Wir müssen, glaube ich, jetzt irgendwie auf eine andere Spur. Ich fahre mal in die Mitte, weil da vorne kommen Pfeile und ich habe keinerlei Ahnung, in welche Richtung ich muss. Ich meine mich zu erinnern, wir wären nach links gefahren, aber ja, das ist schön. Das bringt mir nur gerade nicht viel. Jetzt bitte kein Auto von rechts oder links. Ja, wir müssen nach links. Das heißt, ich fahre jetzt mal auf die linke Spur ab. So. Blinker aus. Wow. Ja, richtig lustig wird es hier natürlich gleich, wenn es enger wird. Ja, so viel kann ich euch schon mal sagen. Da kommt dann richtig Freude auf. Also im Moment ist das alles ja noch sehr breit hier. Da muss man jetzt nicht ganz so viel Angst haben. Oma Erna hat so übrigens gerade trotzdem. Aber im Moment läuft das alles noch sehr human hier. So, ich fahre wieder ein Stückchen weiter nach vorne, damit sich hinten das Gelenk einpendelt. Mal schauen, vielleicht kann ich euch dann irgendwo nochmal in der Kurve zeigen, dass das Gelenk wirklich nicht richtig nachzieht. Also wir haben wirklich das Problem, dass das hinterste Gelenk dementsprechend nicht komplett mit in die Kurve geht, sondern eher im geraden Zustand so ein bisschen verharrt und dass dementsprechend natürlich auch die, ja, die Kurvenfahrten nicht unbedingt so ultimo sind. Ja, die Tage werde ich dann mich mal hinsetzen und werde auch wieder ein bisschen, hallo, um sie nicht ruckeln, ein bisschen am Design X weiter basteln. Oh Mann. Puh, bitte kein Gegenverkehr, bitte nicht, bitte nicht. Oh, und schnell weiter, er kommt. Wow. Oh, wow. So.
werde ich sehen, dass ich ein bisschen am Design X weiter bastel. Da sind auch noch ein paar kleine Überraschungen geplant. Die habe ich noch nicht umgesetzt, aber die sind in Arbeit. Und mal gucken, wie euch das so gefällt. Ja, dann wird es natürlich auch wieder neue Let's Play-Videos geben. Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt definitiv, ich habe schon vor längerer Zeit versprochen, für diejenigen, die es wirklich interessieren mag, dass es wieder neue Videos von Spin Tires geben wird. Das werde ich auch auf alle Fälle tun, wem es passt oder nicht. Ich sage ja mal wieder, ihr habt ja oben ein kleines Kreuz, wo ihr draufklicken könnt, wenn ihr es nicht sehen wollt. Ja, und ansonsten, wenn ihr jetzt einen... Oh Gott. Angst. Ja, das war nix. Wenn ihr jetzt natürlich einen speziellen Let's Play-Wunsch habt, dann schreibt das auch gerne unten rein. Ich werde da natürlich schauen, sofern mir dieses Spiel dann vorliegt, dass wir das auch Let's Playen werden. Jetzt will ich nochmal gerade schauen. Habe ich ihn überhaupt erwischt? Ich glaube schon. Oder? Oder? Ah! Ich glaube... Oder ist er hier durchs Haus gerast? Also entweder ist er weiter ins Haus reingerast, dass ich nicht mehr sehe, oder sie haben wirklich nur gemault. Ja, also wenn du mir jetzt hinten drauf fährst, Onkel, da rappelt's, ja? Da kenne ich nichts, da komme ich dir hinter. So. Ich meine, es gibt ja noch mehr Simulationsspiele oder auch andere Spiele. Und es kann ja sein, da ist eins dabei, wo ihr sagt, naja, das wäre was, das könnte doch der Andi mal Let's Playen. Und das werde ich dann natürlich... Oh Gott, das war zu spät. Tschüss, Spiegel. Oh, oh. Der Spiegel ist noch da. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Das werde ich natürlich dann dementsprechend auch versuchen zu Let's Playen, sofern ich das irgendwie kann. Und ansonsten, ja, gibt es natürlich noch einen weiteren Simulator, der in Planung ist. Da gehe ich aber nicht weiter drauf ein. Das werdet ihr dann sehen, wenn dieser Simulator Let's Played wird. Ja, das wäre eigentlich erstmal so das, was den Kanal angeht im Moment. Ansonsten ist natürlich im Moment nicht viel mit Let's Playen. Ihr habt zwar jetzt so ein bisschen Stoff bekommen die letzten Tage mit der Map Ruhrau. Und den Preview-Videos, die hatte ich schon so ein bisschen nebenbei gedreht gehabt. Habt ihr auch gemerkt daran, dass teilweise noch da ein bisschen buggy war. Und anderweitig halt gar nichts großartig. Also das heute Abend ist halt wirklich mal so eine Ausnahme, wo ich mal ein bisschen Zeit gefunden habe und habe gesagt, komm, Viertelstunde Video, passiert nichts. Im Moment bin ich halt wirklich sehr stark da mit integriert, was Ruhrau angeht. Also der Carsten versucht da auch wirklich für euch das Ganze möglichst fix zu releasen. Thüringer Straße. Er macht sich da teilweise, muss ich fast schon sagen, zu viel Stress. Er möchte das halt auch gerne, dass ihr das zeitig bekommt und ja, kann ich auch verstehen. Er hat da ja auch Spaß dran, wenn es euch dann gefällt. Und ihr könnt euch sicher sein, es wird nicht allzu lange dauern und da kommt dann auch irgendwie was raus für euch. Vielleicht sogar schon, bevor dieses Video hier überhaupt released ist. Ich habe Angst. Ich habe gerade irgendwie Angst. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier rumfahre und da kommt einer, was mache ich denn dann? Ich muss aber. Ich muss es riskieren. Wenn ich mich beeile. Oh Gott. Boah. Boah. Lieber Winsenburgbauer, warum tust du mir das an? Jetzt mach, dass er einsteigt und aussteigt, damit ich hier wegkomme, weil. Kommt da vorne was? Hallo, kommt ihr mal zur Tür? Los, Mirko, rein mit dir. Du auch, hallo. Ja. Oh. Haben wir es jetzt? Jawohl. Oh nein, da kommt was. Da kommt was. Ich ahne Böses. Ich bleib jetzt hier stehen. Ich fahre hier nicht weg. Ja, und er bleibt natürlich auch stehen. Das war so klar. Shit. Ja, toll. Komme ich da vorbei? Warte mal. Leute, ich muss es riskieren. Es bleibt mir nichts übrig. Entweder es tut jetzt einen Knall oder es tut keinen Knall. Wir werden es sehen. Ich kuller jetzt ganz vorsichtig. Ja, ich weiß, das war das Auto am Rand, aber ich wollte eigentlich... Das haut nicht hin. Das wird schief gehen. Ich sehe es. Ich sehe es schon. Das geht schief. Oh,
Eieiei, David, was baust du hier für Maps? Sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Nee, kann ich im Moment gerade mal nicht. Jetzt hängen wir in dem Citroën fest, oder was? Ach, alter Schwede. Hallo. Ich möchte hier weg. Da vermisse ich etwas OMSI 1. Ja, da konnte man wenigstens Autos zur Seite schieben. Jetzt dürfe ich natürlich nicht weit nach hinten. Das war... Jetzt hüpft er mir in den Weg. Es ist nicht zu fassen. Hallo? Würdest du bitte mal aufhören, hier Frosch zu spielen? Ja, jetzt ist es rum. Jetzt komme ich da nicht mehr durch. Komm, weg. Ich schieb dich jetzt. Ich schieb dich. Ja. Oh. So, jetzt will ich erst mal wissen. Ich glaube, das ist trotzdem schief. Ja, ich habe keinen Unfall, den zähle ich nicht da. Das ist der, ist eh ein Franzose, da macht das nichts. So, jetzt kommt da vorne schon wieder einer. Ich bleib jetzt stehen und, oh, er weicht mir schon aus. Er hat schon selber gemerkt, da kommt der Let's Player. Da weiche ich lieber aus und fahre lieber durch die parkenden Autos. Da habe ich mehr von. Ja, so ist das. So, ihr bleibt jetzt da stehen, bis ich durch bin. Jetzt wollen sie zwar alle raus, weil sie rumgemault haben, dass ich das Auto erwischt habe. Nichtsdestotrotz hatte ich zumindest keinen Unfall, ja. So. Gut. Dann kommen sie mal rein, die Herrschaften. Also man hat es hier vielleicht auch eben schon so ein bisschen gesehen, dass das Gelenk hinten doch sehr starr reagiert hat, wo ich da so stand und nicht wirklich weiterkam. Das war halt das, was ich gemeint habe damit, dass dieser Bus halt... zwar eine schöne Idee ist, aber für OMSI 2 halt von der reinen Technik her gesehen oder von der Umsetzung her gesehen nicht wirklich sonderlich gut möglich ist. Man kann damit fahren, aber halt nicht wirklich simulationsgetreu, sagen wir mal so. OMSI ist ja ein Simulator, wie manch andere Games auch. Wobei Simulator bei mir ja... Simulator? Ja, Simulator? Wobei Simulator bei mir ja nicht unbedingt unter die Kategorie Game fällt, sondern vielmehr so ein bisschen, ja... Ein Simulator ist halt ein Simulator. Da wird was simuliert, ja. Da könnt ihr euch in eine Rolle reinversetzen von einem Busfahrer wie hier oder von einem, was weiß ich, Formel 1 Rennfahrer oder einem Schiffskapitän oder einem... Tuff-Tuff-Fahrer, also so einem Zugfahrer oder einem LKW-Fahrer oder einem Fahrschullehrer oder einem Chirurgen oder einem... Ja, guckt einfach mal so bei Astragon, da gibt es ganz viele Simulatoren. So als Beispiel, was ist denn hier los? Hallo? Ich will da durch. Das ist wirklich hier Fahrt mit Hindernissen, kann das sein? So, also... Ja... Das ist schön. Stau. Toll. Das war der Spiegel. Ja, den habe ich jetzt erwischt. Ja, ist gut. Den habe ich jetzt erwischt. Nichtsdestotrotz, ich zähle es wieder nicht als Unfall. Weil das kann ja wohl hier nicht angehen. Oder da ist so ein Stau. Ich muss ja hier irgendwo meinen Fahrplan einhalten. Und ja, den hat es jetzt halt mitgezogen. Ist halt so. So wie Sie fahren. Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Sag mal, was hast du da hinten? Ich fahre Bus, ja? Ich gebe Gas. Ich muss ja irgendwie vorankommen. Ob du das jetzt genehmigst oder nicht genehmigst, ich fahre trotzdem hier mit Vollgas. So. Du kannst natürlich jetzt aussteigen, weil wir sind an der nächsten Haltestelle. Ich mache dir gerne die Türe auf. Hallo? Hallo? Ach. Ah, er kann, Mirko grüßt, das ist ja was ganz Neues. Keiner kann hier grüßen, nur Mirko grüßt. Was muss man davon jetzt halten? Also halten wir mal fest, wir kommen durch eine extrem enge Passage, mal abgesehen von der verbeulten Front, unbeschädigt durch, um dann an einem Mercedes zu scheitern, der eine Kreuzung blockiert, wo man eigentlich grün hat. Ja? Das ist OMSI-Logik, die man definitiv... nicht verstehen muss. Ja, ich weiß, da stand eben ein Benz im Weg. Musst du mir nicht mitteilen, OMSI. Das habe ich selber gemerkt. So. Ja. Ihr seid aber auch schlechte Fahrgäste.
Ich glaube, ich nehme hier auch immer mal so auf der rechten Seite irgendwelche statischen Fahrzeuge mit. Also Leute, statische Fahrzeuge bedeutet, die sind da von dem Mapbauer hingestellt worden. Also wir befinden uns hier nicht im Real Life. Ja, also die einen oder anderen, die Omsi kennen, sind ja, glaube ich, so eben ein bisschen der Meinung, Omsi ist Real Life. Ja, Omsi gibt's wirklich. Also nein, das ist ein Simulator. Ja, das Thema hatten wir eben. Ein Simulator, der sich auf einem PC-System abspielt. Also was ihr hier seht, das ist Grafik. Ne? Das ist nicht irgendwie so real, real life oder sowas, das ist wirklich Grafik. Also nicht durcheinander bringen. Oder durcheinander kommen, besser gesagt. Das ist sowas wie. Was gibt's denn da so als Beispiel? Das ist wie Call of Duty für ohne Waffen, ja? Call of Duty für ohne Waffen, das finde ich auch mal gut. Das ist interessant ausgedrückt. So, fahren wir mal weiter. Also ich werde definitiv Verspätung haben. Solange ich keinen Frontalcrash hier hinkriege, bin ich zufrieden mit meiner Leistung. Aber hier wird es jetzt kritisch, weil hier kommt die Lieblingsstraße von dem Herrn J-Game Pictures, wo er, glaube ich, gescheitert ist gleich. Ich hoffe nur, mir kommt jetzt nicht dieser furchtbare Bus hier entgegen. So, aber ich glaube, der kam vorhin schon. Dadurch, dass ich Verspätung habe, komme ich Gott sei Dank nicht in diese Bredouille. Na, schaut man da hinten auf einen Backdrop? Was ist denn da los? Ja, will keiner mit, dann lasst ihr es eben sein. Dann fahren wir halt so weiter. Ich glaube fast mal, wir sind jetzt gleich schon am Ziel, wenn jetzt nichts mehr Schlimmes passiert. Hier fahren auch Autos, ich halte es nicht aus. Ich will so fahren. Wieso fahren denn jetzt hier Autos? Ja, Herr J-Game Pictures, ich habe mehr Unfälle als du. Beziehungsweise es kommt jetzt drauf an, ob du, lieber Herr J-Game Pictures, die zwei Unfälle von vorhin mitzählen willst. Nee, ein Unfall. Das andere war ja nur ein statisches Vehikel, aber mal davon abgesehen. Ob du, lieber Herr J-Game Pictures, den gerammelten Benz mitzählen willst oder nicht. Dementsprechend habe ich dann auch einen Unfall oder halt zwei. Aber ich denke mal, für den XXL-Bus ist das schon eine ganz gute Leistung. Also da dürftest du eigentlich und ihr natürlich hoffentlich auch mit mir einigermaßen zufrieden sein. Ich weiß, ich gebe gerade ein bisschen viel Gas, aber ich wollte jetzt eigentlich hier nicht die Ultimo-Verspätung reinhauen. Deswegen, hallo Omsi, fahren wir jetzt gerade mal etwas zu schnell vielleicht. Und ja, diese Straße, wo wir eben waren, der Julian hatte das ja in seinem Let's Play der 102 schon gesagt, die ist natürlich wirklich verdammt fies und verdammt eng. Das hatte auch jemand unter seinem Video schon gepostet. So eng ist das gar nicht und da passen zwei Busse nebeneinander durch. Also wir haben das wirklich beim letzten Mal, wo der Julian dann fertig gedreht hatte und wir hatten das Video schon beendet, habe ich gesagt, geh doch mal zurück zu der Straße. Wir haben 4 Minuten Verspätung. Geh doch mal zurück zu der Straße. Ich möchte mir das nochmal von oben anschauen. Und wir haben uns das wirklich so von oben nochmal angeschaut und es ist nicht machbar, dass da zwei Busse gegenseitig sich überholen, ohne dass da was kollidiert. Da muss man wirklich schon neben ein ganzes Stück auf den Bordstein fahren und ich weiß nicht, ob das so sonderlich vom Bau her realistisch ist, weil da würde ja theoretisch, wenn da jeden Tag Busse verkehren von beiden Seiten zu dem Zeitpunkt auf der Straße, ist es dann wirklich letztlich so, irgendwann sind hier die sogenannten, ja, Randsteine, nenne ich es jetzt mal hier von diesem, also diese Bordsteine da an der Ecke, die werden irgendwann sowas von kaputt gefahren von den Reifen. Deswegen finde ich halt an der Stelle ist das Ganze ein bisschen unrealistisch umgesetzt. Aber ansonsten eine schöne Linie. Ich hätte euch gerne hier jetzt ein fehlerfreies Let's Play gezeigt, das hätten wir auch hinbekommen. Mit einem Solo-Bus oder einem normalen Gelenkbus vielleicht auch noch, aber mit ihm hier, deswegen habe ich eben, wo das Auto kam, auch Gas gegeben. Ich habe gedacht, komm, ausweichen kannst du eh nicht mehr. Ist das einfach schlichtweg, ja. Also, es ist vielleicht möglich, wenn man jetzt 5-mal hintereinander dreht und probiert und tut und macht und bis dann vielleicht irgendwann da mal kein Auto kommt, man kommt halt durch, aber letztlich gesehen ist es eigentlich eher nicht wirklich möglich, da heil durchzukommen. Ohne mehrere Versuche. Also da muss man wirklich verdammtes Glück haben.
Ja, ihr wisst ja, ich drehe hier so, wie es kommt. Deswegen hoffe ich, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich habe ein bisschen Müll gelabert, wie immer. Werd langsam heiser, das heißt, ich muss in die Haia. Und ja, wir sehen uns dann die Tage, wenn ihr möchtet, wieder. In Omsi, vielleicht in was anderem. Und ja, macht's derweil gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Und Abo-Heter, bitte nicht den Daumen runter vergessen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.